Im Schlepp der Rail Adventure 111 210 ist dieser Schnelltriebwagen der Bauart Köln. Er ist der letzte seiner Art, der noch bewegt werden kann. Was sehen wir hier heute? Also wir sehen jetzt gerade eben die Überführung des Triebwagens von München nach Delitzsch. Da wird es gerade überführt. Der war in München abgestellt, jetzt ein Jahr fast. Und jetzt hat ihn der Förderverein wieder zurückgekauft und jetzt ist er in Delitzsch, wird er dann jetzt aufgearbeitet, wird der Aufarbeitung zugeführt. Die Bauart Köln gehört zu einer Schnelltriebwagenfamilie, mit der bis Kriegsbeginn im September 1939 ein großes Netz befahren wurde. Nach dem Krieg werden wieder einige Leistungen gefahren. Der fliegende Hamburger ist wieder in Betrieb. Er bewältigt die ca. 300 Kilometer lange Strecke Berlin-Hamburg teilweise im 120 Kilometer Tempo. Zonengrenzen und Baustellen verhindern vorläufig zwar noch eine vorkriegsmäßige Reisezeit, aber mit rund 5 Stunden Fahrtdauer bedeutet der fliegende Hamburger einen beachtlichen Fortschritt im Schnellverkehr zwischen Berlin und dem Westen. Während der Fahrt überträgt ein Lautsprecher Radio- oder Schallplattenmusik. In Hamburg hat der Zug 4 Stunden Aufenthalt. Dann geht die Fahrt mit 1200 PS wieder nach Berlin zurück. Die Bauart Köln ist auch am F-Zugnetz beteiligt, das ab 1951 von der Bundesbahn ins Leben gerufen wurde. Woher stammt denn dieser Zug? Es ist ja eigentlich einer der letzten, die es von der Bauart Köln noch gibt. Das ist mit fast der letzte. Es gibt noch einen, der steht im Museum in Salzgitter. Aber das ist der letzte, der sich hier auf der Schiene befindet. Und der soll jetzt dann, wie gesagt, jetzt hier für öffentliche Fahrten dann hergerichtet werden dazu. Wir haben nämlich mal Aufnahmen gemacht, da steht da, glaube ich, in Schöneweide als Mannschaftswagen oder Aufenthaltswagen. Und da sieht er, sah er gar nicht mehr so gut aus. Ja, der hat ein paar so Epochen hat er hinter sich gebracht, wo er mal gut ausgeschaut hat und mal nicht mehr so gut. So, aber wie gesagt, wir wollen ihn jetzt wieder in die gute Epoche bringen und dass er wieder gut ausschaut und seinem Warenzweck zugeführt wird als Museumswagen. Besteht denn die Chance, dass der irgendwann mal wieder mit eigener Kraft fährt? Die Chance besteht. Also wir arbeiten daran, dass wir hier die zwei Motoren bekommen. Ansonsten ist der Zug ja komplett und dass wir das zusammenbauen. Das ist halt, wie gesagt, auch eine große finanzielle Frage. Und da warten wir, da benötigen wir praktisch nicht, wir warten, sondern benötigen da Unterstützung dabei. Aber grundsätzlich vom technisch Machbaren, ja, alles okay, kann man machen. Kein Problem.